Guten Morgen, liebe Gattl- und Wirkl-Fans. Wir sind heute auf geheimer Mission unterwegs. Wir werden uns Gras besorgen, weil Gras kann man nie genug haben. Für das brauchen wir eine Tarnhaube. Die ist universell einsetzbar, geht auch als Gartenhaube. Wir brauchen die Tarnbrille, die kann ich aber noch nicht aufsetzen, weil sonst seht ihr mich nicht mehr. Wir brauchen eine Marie. Was wir noch brauchen, Kaffee. Muss man ein bisschen Mut trinken. Und dass wir schneller flüchten können. Das ist übrigens schon der dritte. Und warum wir das Ganze machen, das zeige ich euch später. Weil, wie gesagt, groß kann man nie genug haben. So, und jetzt gehen wir's auf. Wir sind jetzt unterwegs auf Schleichwegel. Der erste war nicht daheim, der zweite ist hoffentlich daheim. Ich warte jetzt da schon 10 Minuten, der kommt nicht daher. Ich bin schon ganz, es wird knapp. Ich sag's euch, ich bin direkt aufgeregt. Die Marie habe ich schon bereit, aber der kommt nicht. So, jetzt bin ich da. Hast du den Stoff mit? Hol ich mit, ja. Das habe ich ausgemacht. Passt. Passt. Okay. So, passt. Bis zum nächsten Mal. Dann. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt haben wir oben. Jetzt wird's gehen. So, ist groß haben wir geholt. Jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. Ich sag's euch, ein Wahnsinn. Was tun wir jetzt mit dem ganzen Gras? Da ist ein guter Platz. He? Da sieht uns keiner. Ihr braucht es auch nicht zuschauen. Schick halt da herin momentan. Da ist ein warmer Tee, genau das Richtige. Jetzt seid ihr noch immer da. Ich finde, da war ein guter Platz für unser Gras. Da ist nur Wiesen. Nicht mehr lang. Wir wissen ja eh, dass man normal das Gras nicht im Herbst anbaut, sondern im Frühjahr. Weil da hat man wenigstens dann das ganze Jahr was davon. Und billig ist es ja auch nicht. Aber nutzt nichts, jetzt haben wir es schon und werden es ja einbauen. Dann das Gras am Zaun binden, weil abschneiden tun wir es natürlich nicht, weil sonst gefriert es uns zu viel rein und hoffen, dass das nächste Jahr wieder austreibt. Aber bevor wir das Ganze anfangen, müssen wir es zuerst einmal rausbringen, weil das hat ganz normal 70 Kilo, das Ding. Da haben wir jetzt unsere gefühlten 70 Kilo Zebragras, wo wir schon auch Scheibtuchen ruiniert haben. Die werden wir jetzt einbauen und schauen, dass das nächste wieder austreibt, wo wir es dann teilen können. Jetzt geht's los. Hey. Oben? So erledigen Sie die Sachen auch. Da werden wir jetzt ein ausreichend großes Pflanzloch graben. Yeah. Jetzt haben wir unser 70 Kilo Gras da eingepflanzt. Ganz einfach, Loch graben, ungefähr so tief wie es vorgesetzt ist. Wir haben es ein bisschen tiefer gesetzt, dass wir schön anhäufeln können. Dass vor allem auch dann der Frost nicht so stark ins Herz allein gefriert. Wir haben es nur deswegen tiefer gesetzt, weil wir es nicht mehr rauskriegen jetzt da. Wegen der Staunässe brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Wir sind da ein bisschen erhöht und da läuft das Wasser ganz schön ab. Dann das noch auffüllen, dann antreten ordentlich, dass es schön gut sitzt. Da sind wir jetzt, das Zebragras und ich. Jetzt müssen wir es noch zusammenbinden, das machen wir jetzt ein bisschen weiter unten und festtreten. Aber das mit dem Festtreten, das kennt ihr schon. Und ich mache immer Maschala, weil ich weiß, das ist ein Kunststoffbandel, kann ich mehrmals wiederverwenden und so kriege ich einfach den Knopf dann wieder leichter auf.
Jetzt warte ich aber, bis der weggeht. Ja, so super. Den peruanischen Regentanz kann ich nur machen, wenn keiner zuschaut, weil sonst wirkt er nicht. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Und jetzt startet er. Das Groß hätte sich ja nicht gedacht, dass ein paar solche Irrenleute landet. Aber eine Blüte hätten wir schon. Unser Groß hat ganz schön federn lassen. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr auch schon mal so ein Riesengroß im Herbst eingesetzt habt. Und ob es was geworden ist. Schreibt uns das einfach unten in die Kommentare rein. Wir würden uns über Feedback freuen. Bis zum nächsten Mal. Das sind zum Beispiel so super Motive für ganz lässige Herbstfotos. Und wenn euch das interessiert, schaut bei uns auf unseren Instagram-Account vorbei. Da machen wir wirklich ganz tolle Büttel über den Garten, über Motive, die uns gefallen, wenn wir unterwegs sind. Schaut vorbei, das hat uns gefallen. 60 gegen 70 Kilo, das funktioniert meistens nicht. Hilfe! Hey! Und wenn du jetzt der wichtige, zusammenhängende Sätze zum Sagen hast, musst du oben gehen, sonst sehe ich dich keinen. So, du hebst ihn jetzt um mich. So, jetzt haben wir es eingesetzt. Nein, du bist kopflos. Die Garten-Junkies und euch wissen ja eh, dass der optimale Zaun. So, da waren wir noch. Okay.